Oh ja, Freunde, es ist immer Zeit für ein neues Dragon Ball Let's Play für Dragon Ball FighterZ Seed. Oh yes, zumindest mal für die Open Beta. Und alles weitere schauen wir uns jetzt an. Das Spiel starten. Ich habe soweit schon mal alles vorbereitet, damit wir direkt loslegen können, weil, ja, muss ich zuerst mal seinen Charakter erstellen, beziehungsweise einen Namen eingeben, Spitznamen halt, Bedingungen akzeptieren, etc. etc. Das. Ja, dauert irgendwie 2-3 Minuten, deswegen habe ich es hier mal ein bisschen abgekürzt. So. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ist halt die Open Beta. Was willst du da großartig erwarten, was meine Ladezeiten betrifft? Aber immerhin, wir sind drin in Deutschland Raum 2, dabei bin ich doch Schweizer. Egal. Yeah. Michael the Saiyan, er ist hier. Ja, 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 er ist online. Fadilala. Ja, wie ihr seht, wir sind hier in einer Art Lobby, wo man, ja, das erinnert mich ein bisschen an Xenoverse, weil damals war es bei der Beta, glaube ich, auch so, dass da gewisse Bereiche noch gesperrt waren. Hier genauso, aber das wird ja in knapp 2 Wochen so ein richtiges Spiel bereits erscheinen, also wird da bereits, ja, kommen dann natürlich alle schon erkunden. Ich frage natürlich, warum wieso die Beta eigentlich erst jetzt kommt, weil ganz ehrlich, 2 Wochen vor Release, klar, mit dem Server und so weiter zum Testen, das verstehe ich ja schon, aber mit 2 Wochen ein bisschen wenig? Naja, sowas kann man in der Beta machen, man kann seinen Charakter ändern, ist natürlich auch cool. Anpassen zum Beispiel, Lobby-Charakter, man hat halt, es sind halt die Charaktere, die man auch spielen kann in der Beta. Wird es später ein bisschen mehr geben und so weiter und so fort, ganz logisch, hier haben wir dann Auswahl haben wir jetzt für Sangur entschieden und mal die Farbe hier genommen, die ich jetzt gerade anhabe, weil ich die noch am wenigsten gesehen habe. Und dann mir so, ja, warum eigentlich nicht, ist doch cool, das ist sicher keiner und so weiter und so fort und jo. Ihr seht, wir können da nicht sehr viel machen, wir können betreten. Okay, wir haben hier, glaube ich, den Arena-Kampf. Dann haben wir hier Wiederholung, okay. Kämpfe wiederholt anzeigen, das ist vor allem, glaube ich, das Wichtigste hier. Weltkampf. Rangnis, das haben wir natürlich alles gleich danach. Ganz klar, sind noch ein paar Bereiche gesperrt. Und das, was ich natürlich erstmal zeigen möchte, ist der Trainingsraum. Übung macht den Meister, wie könnte es anders sein, vor allem bei mir. Und ich würde sagen, legen direkt mal los. Es ist ja nicht so wie Xenoverse, sprich nicht irgendwie so ein 3D-Kampfmodus, nicht so wie Raging Blast 3 bzw. die Budokai Tenkaichi-Reihe. Es ist eher so, ja, ein 2,5D-Kampfsystem. Bisschen so wie Budokai. Die Budokai-Reihe oder auch Infinite World noch für die PS2. Ist natürlich schon ein bisschen her, ich weiß. Oder, wie hieß es schon wieder? Das Spiel, was ich auch schon in Let's Played habe. Burst Limit. Für die PS3. Könnte sein, wa? Egal. So. Kampf der Turbel, das Training beginnt. Ja, machen wir erstmal das hier. Russus! Jetzt müsste zwar Japanisch eingeschaltet haben für die Sprachausgabe. Wir gucken gleich mal. Wie das Ganze überhaupt funktioniert, wa? So bei einem 2,5D-Kampfsystem, hä? Wie soll man das Ganze vorstellen? Gute Frage. Okay, die Lücke schließen. Ja, jetzt bin ich hier. Erinnert mich ein bisschen an Arcade-Steuerungen. Okay, man sieht es mir gerade ein bisschen, ja, zu vorschnell. Ein mittleren Angriff. Das sind ja leichte Angriffe. Ja, ja, ja. Also natürlich auffällig ist, C16 steht, hä? Ich bin Son Goku in der Hocke. Und wo tritt er, oder wo schlägt er ihm hin? Genau. Nur mal so, dass man das gesagt hat, wo er genau hinschlägt. Hm? Nicht irgendwie den Kopf oder so etwas, sondern Magen. Nee, ist ein bisschen. Naja, gut. Was? Aus der Hocke, okay. Hey! So. Ja, ihr seht doch, mach schon mal ein paar Kombis. Goku!
Goku, win! Da war irgendwas mit Kreis, was machen sollte. Scheiße, war zu schnell. Hä? Da war ich jetzt gar nicht ganz voll. Was zum... Son Goku! Super Saiyajin! Oh yeah! So, alles repetieren. Sehr gut, sehr gut. Yeah, ich spring über dich, geil. So, und jetzt? Aua! Ey, wie geht's denn blocken? Besiegen Gegner, so. Ich will aber nichts. Ja, bis dann. Also, wir repetieren. Wir haben einen leichten Angriff, wir haben einen mittleren Angriff, wir haben schwere Angriffe. Okay, Kombos natürlich, wie man sehen kann, gibt es einige. Vorbei. Nah- und Fernkampf. Ich hoffe, gehen ein bisschen schnell voran. Gut, ich werde sowieso, es ist ja... Ich muss mal gucken, wird es zwei Parts geben für die Open Beta? Es gibt nur ein Part, dafür ist es ein bisschen länger. Also sogar 50 oder 60 Minuten, mal gucken. Je nachdem, wie lange ich es hier aushalte, hier zu sitzen. Ja, ich sitze schon den ganzen Tag auf dem Stuhl und, naja. Ja, hab ich doch. Schnell, die muss einfach drauf gedrückt haben. Was ist das für ein Quatsch? Okay, dann haben wir Konton. Super Kombo aus schnell leichten Angriffen. Schnell dick. Ey, willst du mich verarschen? Schnell drücken. Ja, nehmen wir sie ineinander einfach, okay. Da kommt schon der Nächste! Fighter! Interessant für die Ki-Angriffe. Kann ich auch gedrückt halten. Toll, er kann blocken, ich kann es noch nicht. Mann, eh blocken! So, jetzt weiß ich es auch. Dann block ich automatisch. Moment, da war jetzt noch... Alter! Ich sehe, wie ich blocke. Hallo, wie block ich? Alter, Spiel, gut, mach's halt ohne. Au, au, au. Ich hab das Gefühl, mir fehlt noch die Hälfte. Ja, das war's. Tschüss, Vegeta. Sotte, finish! Goku win! Oh yeah! Also, was interessant wird, weil offenbar das richtige Spiel hat ja auch einen Story-Modus mit neuen Charakteren. Also neuen Charakteren im Dragon Ball-Universum. Das könnte lustig werden. So, Angriff bei Verteidigung, ja, super, die Kunst des Kämpfens. Hä, wo ist denn hier überhaupt mal? Verteidige dich, toll! Ja komm, der ist hier! Alter! Na, wobei, ich glaube, es ist mit der L2. Piccolo und Yamcha! Yeah! Oh yeah, yeah, yeah!
eine PS4? Ist die laut? Ja, haben wir vorhin schon gemacht. Das ist cool, wa? Ups, war gerade falsch. Au! Was ist damit? Der Knopf ist nicht zu verteidigen. Ich dachte, wäre L2. Geht davon aus, so. Ist ja toll. Ja, er ist gerade tot. Tschüss, Piccolo. Boom, boom, boom. Moment. Hä? Sagen habe ich doch. Mann, so lange überlebt er doch gar nicht. Hey, hat er gemacht? Ach so. Ah, jetzt weiß ich zumindest, wie man blockt. Toll, ich habe es rausgefunden. Spiele. Ja, ich muss einfach zurückgehen, quasi. Also je nachdem, welche Richtung ich gehe, jetzt gehe ich zum Beispiel nach links, oder? Als Blocken würde ich jetzt nach rechts gehen. Jetzt natürlich umgekehrt. So, let's go! Achso. Alter, voll in die Nieren. Wieso kämpfen wir eigentlich immer als Son Goku? Das ist irgendwie diskriminierend. Man kann mal als Gohan fighten. Vor allem so hier Ultimate Gohan. So, Angriff ist die beste Verteidigung. Yeah, 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 yeah. Aber glaube aus dem Stand heraus so Superangriffe vor, also sprich Ki-Angriffe vollführen kann ich nicht, weil ich mit der Combo vorhanden. Ja, wir sehen sie dann, ist noch viel zu früh. Transformation und so weiter. Wobei bei Freezer geht's irgendwie. Freezer, Golden Freezer, das geht, also wird es bei gewissen Charakteren gehen. So, seht ihr, so geht's. Alter, er muss so auch blocken. Super. Wie soll das kapieren? Toll. Ah, der Drachenspring. Der mir eigentlich auch noch. Oh, so war es eigentlich gemacht, geplant. Ich die Abwehr des Gegners in der Luft. Und tschüss. Oh mein Gott, er ist unsterblich. Fuck. Mann! Scheiß Timing. So, jetzt. Ja, bis ich den Gegner war eh schon am Ende. Also ganz ehrlich. Goku, win! Alter, meine PS4, die dreht durch! War die schon immer so laut? Da fällt einem erstmal so auf, wie leise die Switch eigentlich ist. Meistere deine Spezialmoves. Oh, da wär's so wenig gemacht. Okay, wir müssen schnell vorangehen. Gegen Kuririn und Vegeta Super Saiyajin.
Ah, was? Nach oben? Bist du wahnsinnig? Ah, doch, geht relativ simpel. Also in Ruhe, Krillin. Oh, warte mal. Super Saiyan Free! Alles klar. Wie meinst du das? Hab ich gemacht? Ach so, so eine Meteor-Attacke, die er vorhin angesetzt hatte. Ah, spiegelverkehrt. Ah, okay, verstehe. Alles klar. Der arme Krillin. Was machst du hier? Autsch. Du verarschst mich, wo der geht da. Ich wünsche, ich könnte ein bisschen besser ablocken oder teleportieren vor allem. Ja, ist langsam. Ja, ist gut. Tschüss. Also so ein Spezialspruch halt für Vegeta. Das könnte ich mir jetzt noch gut vorstellen. Helfende Hände, meinen Gegner zu besiegen, ja. Ja, das ist auch ein bisschen das, was Fighter Seeds ein bisschen abhebt von anderen Dragon Ball Spielen. Du bist halt hier immer zu dritt, 3 gegen 3. Aber immer natürlich nur einer fight, die anderen beiden sind halt die Co-Piloten. Du kannst sie austauschen, kannst sie auch einsetzen, je nachdem kannst du auch Kombis einsetzen. Zum Beispiel irgendwie, wenn deine Teampartner zum Beispiel C18 und Krillin sind. Können die beiden halt eine Kombi einsetzen auf C17 und C18. Eine Kombi halt, die zum Beispiel... die zum Beispiel Yamchun C18 nicht machen könnten. Und dann kommt Trunks! Den Gegner zwingen! Der Trick ist auch ein Übel. Also versuche ein bisschen was. Ja, ich lach mein Ki. Ups! Oh, der falsche Move, wir wollten einen anderen! Also einmal Trunks noch. Einen zweiten einsetzen? Hallo? Ah, mit L2 geht der zweite. Mensch. Okay, mit L1 einen Partner austauschen, mit L2 einen anderen. Mensch.
Quinnen, win! Quinnen, win! Ja, schlecht ist doch gerade nichts. PS4, ey. Ja, gerade langsam Zeit ist ein PS Pro oder sowas. Schnellste im Universum, du. Ja, Schnelligkeit wäre durchaus etwas, beziehungsweise die Bewegung besser kontrollieren. Das Team Z gegen das Team Evil. Was? Alter, Hochsprung ist ein bisschen... Okay, ich glaube Doppelsprung ist besser als der Hochsprung, weil Doppelsprung ist irgendwie... Weiß auch nicht. Na? Ah, das ist eine Plantüte. Tschüsseli! Oh, verschwindet rein. Hallo? Ernsthaft, Nappa? Kamehame! Oh yeah! Aber ich hab schon selten zumindest haben wir Gohan als Team, also sprich im Prinzip ist der Super Saiyan 2 Team Gohan. Und jetzt hier zocken. Was ich aber ein bisschen seltsam finde, ist halt die Tatsache, dass man in der Open Beta den gar nicht zocken kann. Geht nur Ultimate, Erwachsen Gohan. Gohan! Win! Danke für den Kampf! Jo, bitte, bitte. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun, wa? Insofern, jo. Erholung ist wichtig! Tenshinhan! Nappa! Yamchu! Läuft. Echt geil. Bitte, mach mal. Das sah so doof aussieht. Er läuft. Aua! Kurz vorm Aufschlag, okay. Nochmal. Ja, bis er wieder hier ist. Was? Kurz auch schon auf den Boden. Einfach gemacht. Oh,
Dann kurz vorher, hab's nachher gemacht. Hatten das. Super Saiyan 3 Ultimate! Wir sind eigentlich die Blocken fahren noch gerade. Ich glaube, könnte ziemlich schwierig werden, wa? Na? Ja, der funktionieren können. Goku, nein! Was so? Hey, yo! Kaioken, yo! Finde ich aber jetzt nett, dass die Sprüche doch teilweise, je nachdem halt der Gegner ist, unterschiedlich sein können. Nice, nice. Ah, der PS4, beruhig dich mal. Die 7 Dragon Balls. Ernsthaft? Er kann in einem Kampf die Dragon Balls farmen. Okay. So. Die Steuerung ist jetzt nicht unbedingt so schwierig, klar zum Bewegen. Ja, muss sich ein bisschen dran gewöhnen, um vor allem natürlich alle Aktionen zum passenden Moment auszuführen. Was kam jetzt im Kampf gesehen, dass er teilweise, also war es teilweise, ich habe es komplett vergessen, mein Teammitglied einzuwechseln. Und vor allem einzusetzen. Er holt einen Sternball, toll. Hä? Wie mache ich das? Wir kommen hier irgendwo. Oh, Moment mal. Okay. Du bekommst Dragon Balls, je nachdem, wie viele aufeinanderfolgende Treffer du landest. Du hältst ja auch, wenn du die Super Combo triffst. Es wäre jetzt geil, wenn man wüsste, was man genau machen muss, damit man halt, einen Stern Dragon Ball zum Beispiel bekommt, als Beispiel. Ich schätze mal, nee, ist natürlich nirgendwo. Scheiße, wollte gar nicht. Doch gar nicht immer. Ich stand Dragon Ball, ich jetzt auch. Das ist natürlich nett. Danke, Kalin. Aber die Unterstützung, auch nicht schlecht. Ich komme es auch nicht. Aua! Yep.
egal, lassen wir es kommen, bringt so. Oh nee. Ah doch, gut. Ja, keine Ahnung, was da. Wissen Sie, in solchen Situationen hätte ich halt gerne mal eine Anweisung, welche Kombos muss er für welche Dragon Balls einsetzen. Das wäre doch mal was. Wenn ich dann irgendwie so eine Liste dafür habe, ja, woher soll man das wissen? Kann ich hell sehen? Nee. Gut, dann das vielleicht mal ein anderes Mal. Hachimi! Gegen Son Gohan. Mystik Son Gohan. Ah, okay. Haben wir jetzt dabei Son Goku mit seinen Ultimate angriffen? Nach vorne geht's immer. Aber zurück geht bei ihm jetzt nicht. Also das bringen. Ah! Funkenexplosion. Ja, weißt du, aber hat die Kaioken drauf oder was? Hä, wie soll denn das gehen? Kann blocken, Ding drücken? Ja, muss erstmal blocken. Kann das sogar noch gehen, weil dann switch ich automatisch. Hä? Ich einmal die Abwehr auf. Ein Blocken Ding drücken. Geht ja gar nicht. Ich kann so blocken. Figaro, Figaro von mir klingt irgendwie so. Mann, du gehst mal auf den Sack. So. Zusammen einer weniger. Hey, die Abwehr auf! Alter! Das ist aber sehr speziell. Das Kampf vielleicht in 5 von 10 Fällen, wenn überhaupt. Son Gohan irgendwie. Ja, es zählt wieder dann die andere Ultimate. Beziehungsweise. Hä? Gohan ist gar keinen mehr vermagen oder was? Hat er nicht mit Masenko noch gehabt? Son Gohan macht gar nichts mehr. Also ich meine Son Gohan, sondern der andere Son Gohan. Okay, der war neu. Wenn er den einen Ultimate-Angriff einsetzt, kannst du mit L1 reinswitchen. Achso, sogar in, sie gehen natürlich die Kombis, wa?
Also die paar-spezifischen Kombis, sprich eben, wie bereits vorhin erwähnt, wenn zum Beispiel C18 und Krillin wäre, hätte man es vermutlich so irgendwie eine spezielle Kombi eingesetzt. Jetzt war es halt Krillin und Son Gohan. Ich greife einfach nur an, fertig. Kontrolliere dein Ki! Dein Ki! Dein Ki! Mit Son Gohan Team! Das ist geil! Ja! Wie geil! So. Was sagt die Zeit? Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Ja, teleportieren! Das wollte ich! Alternativen Z-Wechsel. Was? Der Superangriff. Okay. Achso, den haben wir ja schon gemacht. Ja, das war's nicht. Verdammt, wie wieder schon wieder. Jetzt. Beziehungsweise, nee. Was macht? Doch, der war's. Kein Problem. Kommt Leute, der Kampf des Jahrhunderts. Einen Knopf noch suchen. Und nicht so Vielfalt drin, ich gerne hätte. Voll die Fresse. Boom. Das stimmt so, Goku. Diesmal hast du gewonnen. Denn du bist der Champ. Ich muss echt mal eine PS4 Pro ran. Die ist so verdammt laut! Ihr hört zum Glück nicht, oder hofft zumindest, weil das Mikrofon sollte das eigentlich abdämpfen, aber ja. Ist schon ziemlich übel. So, besiege deinen Gegner mit Stil. Oh nee. Man allein schon der Satz: Michael Desain und Stil. Das klappt nicht. Das ist impossible. Ja. Make the impossible possible, wa? Na gut, dann mach es mal. Mit Stil. Schwerer Angriff. Ja. Und da fliegt er. Na. Er will nicht. Und tschüss. Eine Meteor-Attacke. Was war aber eben schon die Meteor-Attacke? Meteor-Kracher, oder R2, ja, mache ich eigentlich auf. Kostet einfach in der Luft möglich.
Ja, mögen doch toll. Okay, die Frage ist, eine Meteor-Attack? Ja, ist eindeutig. Weil das irgendwie der falsche Move war. Hä? Ja, nach vorne, toll, jetzt hab ich's aber zurückgemacht. Gut, es geht jetzt hier eigentlich nur darum, dass man die richtigen Moves einsetzen würde. Wie ist das Spiel einem befiehlt? Er wollte seinen Sohn runter machen. Ja, was wolltest du, wenn du nur lernen bist, hä? Nun soll ich auch fighten. Ja, ich glaube, Son Goku hat es mittlerweile, vor allem bei Dragon Ball Super, hat es ja geschnallt. Gut, ja, jetzt ist er noch offen, das ist klar, muss er auch besser Moves zu dem Zeitpunkt halt einsetzen. Hier, keine Ahnung, wie das mit Dragon Ball funktionieren soll. Aber ist ja egal. So, und sonst gibt es hier momentan Fernbeginn, da gibt es eigentlich momentan nichts. Okay, gut. Also für uns, wir wagen uns mal. Ein Weltkampf? Geht das irgendwie so? Locker einen Kampf machen, wa? Okay, ja, ja, man soll auch gerne mit Ultimate Gohan zocken gegen Golden Freezer vielleicht, den, ich meine, den hier, wa? So. Ah, ich kann gar nicht. Das ist mein Team. Nehmen wir das hier. Ja, kann natürlich die noch bearbeiten, schön. Nimm natürlich immer ein bisschen anderes Team, oder? So, pick. Warte mal, was? Ne, Platz 2. Ja. So, wer ist mein Team? Wo ich hier gerne irgendwie antreten würde. Mit dem Warten, Änderung speichern, bitte. Betreten heißt eigentlich für mich, locken kann ich betreten, wenn man kann ich schon zurücksetzen. Ja, nicht, dass ich irgendwie... Yeah! Er sich einen lockeren Kampf betreten. Das heißt für mich eigentlich, dass er einem anderen Kampf beitreten. Nicht, dass ich irgendwie, ja. Versteht schon, wa? Willst du jetzt? Kein Bock auf mich, oder was? Aha, Blondie? Da will keiner fighten. Ich fühle mich ja so allein. Gegner gefunden, okay. Er kommt zumindest ein oder zwei Kämpfe. Muss hier in Open Beta Let's Play schon sein. Als andere wäre schon ein bisschen übel. Das glaube ich durchaus. Ich werde sowas von grandios verlieren, kann ich jetzt schon mal sagen. Da muss ich alles ein bisschen üben, wa? Ja, man sieht's direkt, wa? Ja,
Der nächste bitte! Oh, gegen mich selber, nicht schlecht. Oh, genau, teleportieren, geht doch. Aua! Okay, er hat gezeigt, dass er auch kann. Au. Piccolo, komm mal zu Hilfe! Natürlich Vegeta, was will denn der Alte jetzt hier? Mann! Was war das gerade? Piccolo! Mann, ich kann den ganzen Moves noch nicht! Ja, da fand man natürlich in der Situation so mal so im Angriff ausweichen, wa? Zu einer Attacke ausweichen? Ich würde sogar behaupten, geht momentan gar nicht, wa? Ja, aber es war. Er hat gut gefightet, ich war eher ein bisschen. Ja. Zurück, ich wurde zurück zum Lobby, scheiße. Ja, super. Bin ich jetzt unbedingt besser? Glaube ich ja weniger. Ey, was ist denn jetzt hier los? Ich stehe teilweise auf das ganze Prinzip auch mit dem Abwehren und so weiter. Geht das überhaupt? Oder soll man das gar nicht machen? Das ist für die andere Variante. Vor allem, wenn er im Prinzip den Angriff da macht. Hey, er kann er blocken, ich kann es aber nicht. Was ist denn jetzt wieder los? Ich hab doch. Manchmal klappt es irgendwie, manchmal klappt es noch nicht. Das ist doch. Mach doch was, Son Gohan! Dass ich einfach dann nichts machen kann, ganz ehrlich. Das ist noch sehr crazy. Also, bis ich mal irgendwie drin bin, kann ich nichts mehr machen. Das kann nicht sein! Ja, boah, jetzt macht ein Ultimate Move wieder nicht! Ey! Was ist denn das mit dieser scheiß Steuerung? So. Okay, es ging doch. Ich habe es einfach nicht zu spät gesehen, beziehungsweise. Auch ein bisschen. Ja. Ja, jetzt wollte ich gerade nochmal eine Höhenspirale nachsetzen, aber naja.
kann man da vielleicht zu viel aufs Blocken setzen? Einfach irgendwie so das Gefühl. Vielleicht täuscht es auch oder ich mach's einfach komplett falsch. Also weil so viel Angriff, dass du gar nicht blocken kannst. Und irgendwie ein Ultimate-Angriff kannst du nur mit dem eigenen anderen Ultimate-Angriff kontern. So habe ich das irgendwie bisher verstanden. Aber naja. Ich denke, wird sowieso dann, wenn dann zum Let's Play kommt und so, oder sprich, wird sowieso nicht erstmal einen Story-Modus zocken und dann werden wir ein bisschen besser reinkommen und so. Ja. So. Noch einen Kampf zurückziehen. Ja, bitte, ich würde jetzt gerne mal rein. Ich will einfach. Heavy. Was ich ganz verstehe, er konnte mir jetzt joinen. Wer hat das gemacht? Sicher irgendwie, ob er. Ob jemand hier fighten will? Mister, hä, wie sehe ich denn das? Spinne ich jetzt total? So, dann geht Lockenkampf betreten. Ja, betreten. Okay, ich verstehe es noch nicht ganz. Vielleicht gibt es echt nur die Option quasi. Und also dass der Server halt für mich aussucht, okay, ich habe die einen schon genommen, mal gucken, wer ist also bei, okay, hier zwei fighten. Etwa so in der Art. Gut, ich würde sagen, machen noch einen Kampf, Freunde. Dann war es aber auch hier mit dem. Yes, war fast schon eine Stunde. Ach, aber wirklich. Soll ich schon mal ein Fazit nennen, wenn ich schon mal so dabei bin? Ja, Fazit, es ist halt. Was anderes als Xenoverse, klar, vom Kampfsystem her und alles, aber es ist ja auch, es ist sowas irgendwie total etwas Schwieriges und Neues wäre. Meine Bewegungen und vor allem Charaktere und so weiter kennt man ja, ist da, also. Ja, bitte weiten. Man kommt relativ schnell rein, klar muss man schon noch hier und da trainieren und sich reinfuchsen und so weiter und so fort, aber es macht schon Spaß. Das ist gar kein Thema. Und mal gucken, also bin ich schon sehr gespannt auf das Let's Play, beziehungsweise vor allem auf Story-Modus logischerweise, und auf die anderen Charaktere noch alle kommen werden. Also ganz so, vielleicht sogar schon künftig ein paar DLCs, etc., etc., die ganzen Kombis. Und. Es gibt noch so viel, was man irgendwie machen kann, könnte, muss, keine Ahnung. Kann man was anderes machen? Muss man die ganzen Moves von Golems auswendig könnte. Ja, da gibt's noch viel für mich zu tun, Leute. Ich hab auch gerade was Neues gelernt. Er hat zwei Drachen springen, den in Luft irgendwie nochmal einsetzt und den er die getroffen hat, dann kannst du irgendwie. Ein bisschen mehr einsetzen. Ja. Wieso war jetzt einer stärker? Wurden zuerst eingesetzt oder was? Ja, vom Ultimate Angriff auch anders. Damit auch mal was machen? Toll! Weißt du, ich teleportiere, was kann ich? Kann trotzdem nicht ausweichen. Das war irgendwie der Superangriff, was anderes, hat er zwei voll Leisten gehabt.
Ja, also manchmal auch mit den Prioritäten und so weiter, ich bin dann noch nicht so sicher, wie das Ganze kalkuliert wird, oder? Das liegt so echt daran, dass ab vorhin halt trainieren mit so einem Goku, klar. Und die anderen Charaktere haben halt, je nachdem wie viele Keybangs sie voll haben, gehen die Superangriffe auch anders, teilweise gehen sie gar nicht, etc. etc. Keine Ahnung. Es ist noch ein bisschen. Ja. Aber ist ja klar. Erstmal das versucht. Dann ist das halt übel. La la la, la la la, Suchkampf. Ich haue ab. Mir reicht's für heute. Also, wir mal gucken, wie lange das Ganze dauert, die Open Beta. Das ist natürlich jetzt auch doof, weil zum gleichen Zeitpunkt auch noch ein Splatfest ist bei Splatoon 2 und ich dann doch eher Splatoon 2 zocken möchte. Vor allem deswegen, ihr habt es gesehen, ihr habt jetzt eigentlich alle Kämpfe verloren, mehr oder weniger deutlich, und das ist auch ein bisschen deprimierend. Deswegen, ja. Und vor allem ist es nur, glaube ich, für ein, zwei Tage die Open Beta, nachher, ja, in zwei Wochen kommt bereits das ganze Spiel raus und so, und da wird sicher noch genug gezockt, trainiert, gefightet, verloren und hoffentlich auch gewonnen. Ich sage in diesem Sinne, danke nochmal fürs Zusehen hier und dabei sein. Hoffentlich habt ihr auch schon sehr viel Spaß daran, entweder selber oder bei mir haben Zusehen, und vor allem hoffe ich natürlich auch, dass ihr auch schon sehr gespannt drauf seid auf das Let's Play zu Dragon Ball Fighter Seed. Ich sage, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.